Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Zenless Zone Zero. Ja, yeah. Wir kommen mal heute hier zurück mit einer kleinen, ich würde schon fast sagen Filler-Episode, aber ich würde trotzdem ja mal machen und sehen, was das hier ist. Und zwar, ich habe auf Screen eine Menge Zeugs gemacht. Ich bin, wie man oben links schon erkennen kann, Level 50 mit meinem Konto und ich kann jetzt, wenn es mir doch so sehr danach beliebt, mein Konto-Level weiter erhöhen, ne? Für diese Mission hier ist das wieder, ne? Was ich auch machen werde, wenn ich noch Zeit habe, ne? Nach diesem Part. Aber erst einmal will ich was anderes machen. Da habe ich noch eine ganz andere Quest, merke ich gerade. Und zwar hier, Höhle 0. Ich habe eine Quest in Höhle 0. Ich habe hier alles mögliche gemacht. Ich habe die Höhle 0 hier an einigen Orten hier vollkommen hier auseinandergenommen, ne? Da muss man eigentlich, da ist mehr oder weniger dieser Roguelike Modus, sag ich mal. Gibt es auch in Honkai Star Rail, da kann man hier werdet ihr gleich sehen. Da haben wir ja schon einmal gemacht damals, ne? Aber das war noch nicht so, weil nicht, da war noch nicht so gut entwickelt, ne? Das war, glaube ich, hier das hier war das, ne? Oder die Mission war das, ne? Da muss ja durch so diesen Fernsehermodus gehen und dann deswegen kannst verschiedene Wege wählen und all so was, ne? Das haben wir mal on screen gemacht im, weiß ich nicht, vierten oder fünften Part oder so. Und ja, davon gab es verschiedene Schwierigkeitsgrade. Jedes Mal hier ein so ein Ding ist mehr oder weniger hier assoziiert mit einem bestimmten Boss. Das hier ist zum Beispiel der von Bellbock Heavy Industries, ne? Dieser eine Boss, ne? Jedes Mal nach einem Kapitel wurde sozusagen ein anderer freigeschaltet, ne? Hier ist der Schlechter, hier sind die, da habe ich letztens freigeschaltet, da sind diese beiden Ballerinas, ne? Und ja, nachdem ich das hier, glaube ich, erledigt hatte, habe ich irgendwie die Quest freigeschaltet, hier reinzugehen. Und da habe ich nur ein Ding zur Auswahl und das ist irgendwie das Teil als Boss. Und da ist ja dieses riesige Walpurgisnacht-Monster-Viech, das wir schon mal gesehen haben, ne? Und das habe ich noch nie gesehen, dagegen habe ich noch nie gekämpft. Und ich habe gedacht, um einfach mal hier diesen Spielmodus noch mal zu zeigen und halt dieses Ding zum ersten Mal zu sehen, schmeiße ich mal die Aufnahme an, ne? Weil ich will jetzt nicht hier reingehen und sagen so, oh, ich habe jetzt voll gegen das fette Viech gekämpft, aber voll geil und so, ne? Ich will halt natürlich aufnehmen, ne? Und ja, gehen wir da rein, würde ich sagen, ne? So, dann zeige ich euch mal, wie das jetzt hier abläuft, ne? Erstmal können wir ja eine Menge Charaktere auswählen, die wir hier mitnehmen wollen. Je mehr man, glaube ich, hier in Höhle 0 schon gemacht hat, desto mehr konnte man auswählen. Ich kann jetzt mittlerweile schon 6 Charaktere wählen. Und so sieht mein jetziger Stand aus, ne? Ich habe viele Charaktere schon über 45. Und ich suche mir jetzt mal ein paar Charaktere aus, ne? Ist eigentlich egal, welche Reihenfolge man nehmen. Ich will vielleicht Piper mitnehmen. Oh, nehmen wir Piper mit. Wenn wir Piper vielleicht auch mal sehen können. So, ist eigentlich vollkommen egal, welche Reihenfolge ich die Charaktere auswähle. Nur der Truppenführer ist wichtig. Diesen haben wir von Anfang an. Und ja, Shinji ist super stark, deswegen nehme ich die mit. Ich nehme normalerweise mal dieses Ding hier mit, weil das hier voll hochgelevelt ist und voll schon, weiß ich nicht, hier refined ist, ne? 5 Sterne und so. Und da brauche ich mal einen Angriffs. Also, was ich da brauche, ist nur ein Angriffscharakter. Ich weiß nicht, was diese Kreuze sind, immer unten links, hier neben den Namen von den Charakteren. Das scheint irgendwie auch irgendwie, das könnte man da irgendwie machen, aber ich weiß nicht, was das ist. Okay, jedenfalls. So, ich habe meine Charaktere gewählt. Es ist eigentlich vollkommen egal, welche Charaktere man in welcher Reihenfolge wählt. Die werden eigentlich zufällig hier ausgewählt. Und ja, gut. Dann gehen wir mal kurz hier rein, ne? So, normalerweise in Höhle 0, je nachdem, welche man macht, ist ein anderes, oder oh, sind sogar die ganzen Dinger. Je nachdem, welche man macht, ich muss einen auswählen, ne? Je nachdem, welche Höhle man macht, also welche Ebene, 1, 2 und 3, ist da immer jeweils ein anderes Gimmick. Das letzte Gimmick hier mit diesen Balletttänzern hat zum Beispiel dieses LP-Gimmick, da alles kostet LP. Du machst mir Scham, wenn du weniger LP hast und so. Du musst für Sachen LP bezahlen, für einen Shop und so was alles. Und ja. Ich glaube, ich möchte das mit den Zahnradmünzen. Je mehr Zahnradmünzen ich verballere, desto mehr Schaden mache ich. Stellt bei jeder Drücke um 5 LP wieder her und erhöht den Schaden durch Altmitglieder um 5%. Also je nachdem, wie viel. Oh, okay.
Ja, ich glaube, das ist ja am besten, ne? Mit den Zahnradmünzen. So, und weil ich hier halt, es gibt diesen komischen Skillbaum, den man hochleveln kann, den kann ich am Ende auch noch mal zeigen, und damit kann man sozusagen die Werte der Charaktere in Höhle 0 erhöhen. Das habe ich alles schon fast komplett hochgelevelt und das gibt mir so ein paar Bonus jedes Mal, ne? So, jetzt kann ich erstmal auswählen, was ich mache. Ich möchte Elektroschock Resona. Also sind sozusagen die Items, die man ja bekommt, ne? Wenn ich R3 drücke, kann ich mal rerollen da oben rechts, ne? Was ich vielleicht auch machen will. Hört die durch verstärkt spezial genommenheit um 10%. Ich glaube, das möchte ich, ja. Muss ein bisschen aufpassen hier, weil ich jetzt auswähle, ne? weil dieses Ding ist Stufe 50 und ich bin nur Stufe 45 bis 48 mit meinen Charakteren. Also das könnte vielleicht ein bisschen happig werden, aber Charaktere in Höhle 0 sind normalerweise sehr viel stärker, ne? So, die Truppe steht auf in der Sicherheitszone auf 3 äußerst bekannte Gestalten, mit denen sie schon während der Erkundung zu tun gehabt hat. Der Geheimrat, der Forscher, ach, sind die alle von den anderen. Von den ganzen drei Dingern hier. Hallo, meine wohlhabenden Freunde. Ich habe gesagt, dass wir uns wiedersehen würden. Der Spekulant treibt sich die Hände und grinst. Eure Stärke liegt weit über dem, was man von einer Blutprobe erwarten würde, sagt der Geheimrat mit einem leichten Nicken. Deshalb haben wir entschieden, exzellenten Helfen eine besondere Hilfe anzubieten. Die Erhaltsrate von Ressourcen zu ändern. Der Forscher überreicht ein Dokument. Okay. Reduzierung des Drucks plus 40%. Erhaltene Zahnradmünzen plus 20%. Ja, da ich ja dieses eine Ding jetzt hier habe, ne, nehme ich wahrscheinlich das hier. In dieser Runde plus 20%. So. Wähle einen permanenten Effekt. Bei jeder Bewegung die Druckerhöhung plus 3. Ladenpreis plus 15. Ich glaube, das möchte ich. Ne, Ladenpreis. Und natürlich ja mehr Dinger verballern, ne? Sehr gut, deine Entscheidung ist eindeutig. Aber lasst uns den Rest. Wir wünschen euch viel Glück. Also das ist ja so ein Roguelike-Modus. So. Okay, das gab es auch in so eine. Das gab es auch in einer anderen Höhle schon. Da muss ich sozusagen immer einen Weg auswählen. Entweder gehe ich nach oben und unten. Wenn ich nach unten gehe, dann geht oben der Weg weg. Wenn ich oben nach oben gehe, geht unten der Weg weg, ne? So, ich möchte so viel Zahnradmünzen wie möglich. Das sind diese goldenen Dinger, ne? Deswegen gehen wir hier und machen das, ne? So, ich versuche hier alle Dinger immer so ein bisschen zu erklären, ne? So, wir gehen mal einmal hoch, mal hier hin, gehen wir einmal hier hin. Blaue Dinger tun ein, die unten, unten sieht man 00, ne? Das ist sozusagen der Druck. Wenn ich genug Druck angesammelt habe, dann bekomme ich irgendwann so, ja, so Sachen, die mir die Sache ein bisschen erschwerter machen, ne? So, irgendwie ist das hier noch da, deswegen nehme ich das mal. So cool. Und so, das ist so ein Ding, da kann man Geld bekommen. Manchmal, wenn man irgendwie bestimmte Charaktere hat, können bestimmte Sachen ausgelöst werden. Hier Shinji ist zum Beispiel ein sehr kleiner Charakter, die kann sich sozusagen hier durch den Durchgang schlüpfen und dann kann man mehr Zahnradmünzen erhalten. Das ist meistens immer, wenn er einen kleineren Charakter ist. Und ja, ich möchte natürlich Zahnradmünzen. So eine Telefonbox. Die geben einen Charaktere, die man auswählen kann. Natürlich nehmen wir einen. Weil wir haben nur einen bis jetzt. So. So, rechts sind benutzbare Gegenstände. Ich habe schon ein paar. Die habe ich hier freigeschaltet, indem ich hier mein Dings hier erhöht habe. Mein Skillbaum hier für Höhle 0. Und ja, da kriegen wir jetzt, glaube ich, irgendein Item, wenn ich mich irre. Ne? Ja. Stellt ein Mitglieder 20% LP wieder her. Geld und Shop. So, jetzt müssen wir natürlich den Shop hier aktivieren, ne? Weil je mehr Sachen wir ausgeben, desto stärker werden wir, ne? So, und das sind sozusagen die Items, von denen müssen wir so viele wie möglich sammeln, ne? Und um uns hier ein richtigen Bild zusammenzubauen, ne? Bangbus kann man auffinden übrigens. Und ja, da muss man natürlich gucken, so, ah, was für ein Team habe ich, was brauche ich hier, ne? Gegner trifft anscheinend wurde erhöht, der Agent Stapelung Eiszeichen. Wer beim Anwenden eines Kettenangriffs 6% Dezibel. Dezibel, das sind das Energie für Ultimates, deswegen wäre das nicht schlecht, ne? Nehmen wir das hier, genau. Und ich würde sagen, das war es eigentlich schon. Die anderen Sachen sind nicht so dolle. Das untere war hier, man kann seine Sachen upgraden, aber da bin ich noch nie so ein Fan von gewesen. So, jetzt muss ich erst mal gucken, wo wir hingehen können. Ich möchte natürlich wieder, wenn ich nach oben gehe, könnte ich eine Korrosion entfernen, aber wir haben noch keine Korrosion. Aber ich glaube, da bringt auch unsere Korrosion auf 0.
Wäre eigentlich auch nicht schlecht. Mal das mal. Ja. Und da ist Heilung. Dann rechts von mir ist ein Event, aber ich weiß nicht, was das macht. Deswegen lasse ich das mal lieber. Ich gehe mal hier runter. Hier runter. Ich meine hier rechts. Ich mache die Wand kaputt. Guck, was hier ist. Noch mehr Geld. Ich glaube, ich kann danach noch mal nach oben gehen. Ne? Dann gehen wir hier. Und hier ist ein Kampf. So. Okay, mal gucken, wie stark die hier sind. Ich habe eigentlich normalerweise gar keine Probleme hier in Höhle 0. Auf Level 45 und so. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das jetzt hier ablaufen wird. So. Und das musst du sozusagen jede Woche machen, um hier Belohnung zu bekommen. Da, was kämpfe ich hier? Okay, oh, das ist schon nervig. Da kann ich mal ein bisschen ja Jinbi auch zeigen. Macht super Bock zu steuern. Okay, aber okay, ich nehme nicht so viel Schaden. Gut. Das ist jetzt nicht so schwierig. Oh mein Gott, das ist doch blöd. So, ich muss auch mal den erledigen. Der eine boxt mich die ganze Zeit. Und der Pisser tut mich die ganze Zeit dann abschießen im Hintergrund. Das ist voll nervig. Deswegen möchte ich den am liebsten erledigen. So. Ich weiß mittlerweile auch mal, wie man hier Kettenangriffe auslöst, glaube ich. Ich tue einfach immer nur meinen starken Angriff spam. Dann ist das eigentlich okay. So nervig denn diese Kombi. Oh Gott, ey, die kriegen ja die ganze Zeit Treffer rein. Alter, ich werde die ganze Zeit getroffen. Ja, der. Ich habe jetzt alles hier, ne? Ja, ich habe jetzt noch meine Ultimate, aber die wird noch übergebracht hier in den nächsten Kampf, deswegen lasse ich das. Okay. Alle. So. Ich muss mehr Münzen ausgeben, habe ich so Gefühl. So, jetzt können wir nach jedem Kampf können wir hier wieder so ein Ding auswählen. Ich habe echt kein Glück hier. Ich bräuchte irgendwas, was mich hier verursacht, den durch Kettenangriff verursachten Schaden. Das ist immer gut. Je mehr man von den gleichen Dingen bekommt, desto. Ich kann jetzt eigentlich nach oben gehen und noch einen Kampf machen, aber lassen wir halt mal lieber. Geh mal in den Shop. Oh, Rabatt. So, hier ist gut. Elektroschock. Aber wenn ich das hier nehme, dann wird mein Ding hochgelevelt. Verdammt. Der Angriff der Gegner, wenn sich von Normalität erholen, verringert sich mehr, erhöht den Dauer von Normalität um 10%. Nehmen wir das lieber dann. So, weil ich jetzt 4 von den gleichen Dingern ab. Boom. Wird halt hochgelevelt. So, dann nehme ich auch direkt das hier. Ich nehme an, wir nehmen keine Elektroschock-Sachen. So, dann aktiviere ich mal das hier, einfach nur weil ich es habe. Nicht genau auf 80 Grad hoch war. So. Ich meine, da bringt jetzt hier nichts. Ich habe kein Geld. Okay. Und das ist schon die erste Ebene. Okay. Jetzt kommt normalerweise mal so ein kleiner Miniboss. Und dann geht es zur zweiten Ebene. So, mal gucken. Okay, kein Problem. Aber normalerweise kommt ja immer noch ein Gegner. So nach dem Kampf. Boom. Boom. Oh Gott, da war nicht blockbar. Okay. Ich dachte, er wird nur ein Angriff hier rausgehen. Ich habe noch voll viel AP verloren. Ist eigentlich nicht so gut. Ah. Gott, der hält voll viel aus, ey. Oh mein Gott, ey, ich krieg die ganze Zeit einen Treffer hier rein. Oh mein Gott. Oh Gott.
nehme sehr viel Schaden, ja. Fällt mir nicht. Wir haben noch so ein Ding, wo ich heilen kann außerhalb der Kämpfe. So, jetzt nehmen wir ein bisschen Schaden, ja, boom. Da kommen wir auf Steck. Das müsste vielleicht hier noch ein Gegner kommen, ne? Eine höhere Schwierigkeit gerade. Kommen immer noch. Ja, ein zweiter Boss. Ich hab so Bock zu steuern, ne? Da. Ich spamme immer nur meine Spezialangriffe. Dann scheint das irgendwie mit dem Kittenangriff zu funktionieren. Nur so irgendwie. Hast du mich gerade nur getroffen? Macht echt nicht, wie Shinji so viel Schaden irgendwie die ganze Zeit. Ja. Aber okay. Ja gut, ist, man kann sogar die Kämpfe ja neu starten, wenn man will. Also ich könnte den Kampf, wenn ich wollte, neu starten. Aber mache ich in der Regel nicht. Bin geklappt hat schon immer. Oh mein Gott, voll in den Hintern. Bin stopf voll in den Hintern gestopft. Okay. Ja, ich nehme an, die Gegner sind halt ein bisschen stark und die machen halt viel Schaden, ja, ne? So, S-Rang, so, da kriegen wir Belohnungen. Diese Dinger da, diese blau, roten und gelben Dinger, die sind zum Aufleveln von Dinger hier, von diesem Skillbaum. Beim Anwenden des Kino Einstapelung von Ruck und Treffen und Gegner, ja. Also das sind sozusagen die Items, die man ja braucht, um hoch zu leveln und so, ne? So. Bei neuer Kampf der Sicherheitszone warten die drei vertrauten Höhlenräuber hier bereits. Wie mächtig sind sie tatsächlich? Es gibt keinen Grund, so überrascht zu sein. Wir haben nicht so viel auf den Kasten wie du. Wir machen hier nur seit einer ganzen Weile Geschäfte und kennen daher ein paar Abkürzungen, sagt der Spekulant auf der beruhigenden Weise. So, wir treffen uns jetzt das zweite Mal. Um eure Kündigung zu unterstützen, könnt ihr jeden Ruhe zu und Rendezvous. Ja, ist klar. So. Ich könnte jetzt entweder mich heilen, Resonia erhalten. Ich glaube, ich möchte lieber ein Resonia erhalten. Anteil der vorausliegenden Ruhezonen 2. Ich brauche aber ein paar P, Mann. Okay, gib. Was? Boah, Leute. Ich soll 8% meiner. Ja, meinetwegen. Das hat mich auch. Hat er mich jetzt gerade gar nicht geheilt? Was zum? Hat mich gar nicht geheilt. So, das hier kann ich freischalten, weil ich S-Rang erreicht habe im letzten Kampf. Hier haben wir ein Resonia noch. Jetzt kann man was katalysieren. Die Dauer der Benommenheit. Das ist sozusagen, wenn ich hier diesen gelben Balken hier breche von den Gegnern. So. Hier kann man zwischen Geld und Druck und HP wählen. So, hier kann man einen Charakter. Haben wir Kollega, alles klar. So. Lass mich raten, ich muss jetzt Zahnradmünzen. Ja, Leute. So, wird irgendwo angezeigt, wie viel Bonus ich hier schon bekomme? Für je 100 verbrauchte Zahnradmünzen. Aktuelle Erhöhung 21%, alles klar. So, und hier kann man normalerweise hier noch Sachen einpacken. Ich habe immer noch 2800. Das ist sozusagen so, wer Binding of Isaac gespielt hat, da gibt es auch diesen Shop-Maschine, kann man Geld reinspenden. Und je mehr man reinspendet, desto mehr Bonus bekommt man. Und ich tue da eigentlich immer nur Sachen reinballern. Ich habe da noch nie was abgenommen. Bei meinem in der perfekten Hilfe hört sich der kritische Schaden, ja, alles klar. So, und da kann man immer Sachen einzahlen, die kann man mit Zahnradmünzen, LP oder Druck, ne? Ich will natürlich Zahnradmünzen, ne? Weil ich die benutzen muss. Jetzt habe ich ein Ding als Belohnung bekommen. So, ich weiß nicht, was passiert, wenn man das ganz komplett hochlevelt. Ich tue da immer nur Sachen einspenden eigentlich. So, in der Mitte können wir uns noch mal heilen, aber lassen wir erstmal. So, hier muss man ein paar LP verballern, mache ich auch. Jetzt kann man ein List-Resonium auswählen. Das ist sozusagen ein kleiner
so ein kleines Ding hat einen ein bisschen behindert in den nächsten zwei Kämpfen, aber wenn die zwei Kämpfe abgelaufen sind, dann bekommt man dafür einen Bonus. Und zwar, was haben wir denn hier? Können wir deinen Agent, wenn er angewendet? So, hier kann man sozusagen unser Ultimate schneller füllen lassen. Nehme ich mal. Also jetzt wird jedes Mal, wenn ich irgendwie angegriffen werde, all meine Dezibel abgezogen oder all meine Energie für die nächsten beiden Kämpfen. Aber wenn die zwei Kämpfe vorbei sind, dann tut sich mein Dezibel schneller aufladen. So. Wie viel muss ich? 500? Ja, machen wir das. Dann gehen wir wieder irgendwas. Hier schon wieder was. Ach so, der hat das entfernt. Boah, mache ich denn hier? G-Resonia, Kritsch-Resonia, weißt du was? Wir gehen da ja aufs Dezibel und so, ne? So, gucken wir mal, was der Shop noch hat, ne? Weil wir müssen so viele Dinger wie möglich verballern, ne? Und das Energiegeneration hatte des Basisangriffs erhöht die Dezibel-Generation. Ich glaube, wir gehen ja auf Dezibel, habe ich so Gefühl, ne? Also nur Ultimates. So. Ich habe Shinji dabei. Manchmal tut sie ja so ein Ding auslösen, was bestimmt ist. Das ist sozusagen, ja, hier kannst du dich kurz ausruhen. Ja. So, nachdem sie die Ruhezone betreten hatte, setzte sich Shinji sofort auf einen geeigneten freien Platz. Sie zog einen feinen kleinen Wasserkrug aus ihrem Gürtel und begann langsam zu trinken, in einem gemächlichen, aber stetigen Rhythmus. So, ein Schluck nach dem anderen. Sehr genussvoll. Shinji bemerkt den Blick des Bangbus und schwenkte den kleinen Krug in ihre Hand. Was ist da für ein leckeres Getränk drin, ne? Warmes Wasser, Shinji lächelt und nahm langsam einen weiteren Schluck, als ob sie Tee genießen würde. Das Geheimnis der Jugend ist, viel warmes Wasser zu trinken. Aus irgendeinem Grund, als Shinji das sagte, klang es viel glaubwürdiger. Es schien tatsächlich so zu sein, denn nachdem Shinji getrunken hatte, wirkt sie viel energiegeladener. So. Genau, da gibt uns ein bisschen Vertrauen mit ihr, und dann ist bei Anbi ist das auch schon ein paar Mal passiert, und bei Billy, ich nehme an, wenn man das liegt daran, weil ich sie als Truppenführerin gewählt hatte, ne? Und die können manchmal irgendwie so Sachen hier auslösen in dieser Ruhezone. So, das ist sozusagen irgendwie so eine kleine so Passive, die sie irgendwie stärker macht. Wir wurden aber nicht geheilt, habe ich gerade gesehen. Okay, wir sind ein bisschen low, was HP angeht. Gucken, was jetzt los ist. Oh, okay. Okay, jetzt ist das anders. Okay, das hatte ja was mit zu tun. Die Level, die wir vorhin gemacht haben, ist eine Anlehnung an eine andere Ebene von Höhle 0. Und das ist hier wieder eine andere. Also das sind alles Anspielungen, ne? Deswegen hat man ja auch diese drei Effekte, ne? Also diese ganze Höhle ist irgendwie so drei Höhlen in einen, habe ich so ein Gefühl. So, ich glaube, das da oben, da können wir irgendwie einen Charakter wegschicken. Was ich aber nicht möchte. Ich weiß nicht, was das hier nochmal ist. Gehen wir mal da ein. So, irgendjemand, schau dich nach Zahnradsmünzen um. Machen wir das lieber. Ja. 128, ja super. So, weißt du was? Ich habe eine Bombe. Hm. Ja, komm. Ich sollte eigentlich Kämpfe machen, jetzt wo ich darüber nachdenke. So, Shinji ist ein bisschen runter. Was ein bisschen doof ist. Ausweichkonterschaden, ja bitte. Ah, ich werde das mal einsetzen. So, okay, weißt du was? Tun wir mal sie ja nehmen, anstatt Koleda. Gehen wir das hier, genau. Jetzt sieht aber ein bisschen Piper eher. So, da oben haben wir wieder einen Shop. Aber wir haben kein Geld. Was soll's? Da oben ist ein Bango. Ah, allen Truppen verursacht einen Eisschaden. Ja. Wir haben Gerisonia-Austausch. So. Hm. Okay, da können wir der Korrosion erleiden. Im Austausch für ein Item. Oh mein Gott, ich hab nix. So, ey, was geht? Kaufen. Ja, gib mir was. Danke, mir ging gerade die Zahnradmünzen aus.
physischer Schaden, das ist gut. War ein Piper jetzt gerade dabei. So. Eins zu weit weg. Ich gehe runter. So, jetzt kriegen wir eine Korrosion. Jetzt kriegen wir sozusagen so einen kleinen Hindernis hier. Angriff vom Boss geben wir eine gewisse Chance, kritische Treffer zu verursachen. Ja, super. So, ich glaube, das werde ich sofort einsetzen. So, Challenge. Weißt du was, wir müssen sowieso einen Kampf machen, zwei Kämpfe. So, jetzt sind wir hier in so einem Spezialbereich, das ist hier jetzt mal was anderes. So, ich muss zwei Kämpfe machen, um dieses eine Ding hier zu aktivieren. Deswegen muss ich jetzt hier reingehen. So, und dann muss ich versuchen, mit Shinji vielleicht nicht so viel Schaden zu nehmen. So. Die Quellen haben sich fehlt. Bitte hilf mir, sie zu finden, bitte. Genau. Ich werde dir helfen. Habe ich, glaube ich, schon mal gemacht. Irgendwie habe ich da nicht so gut Belohnungen bekommen. So. Kann ich gegen ein paar normale Gegner kämpfen. So. Ich weiß nicht genau, was das hier wieder funktioniert. Ja. Da. Okay, wir müssen nur gegen normale Gegner kämpfen. Das ist schon mal einfacher. So. Okay. Guck ich mal ihre Animation an. Jetzt so putzige Animation. Ich weiß nicht genau, wie diese Quest hier funktioniert. Ich muss einfach nur Glück haben, hier den richtigen zu wählen. Fang mich an. Zack. Geht jetzt ein bisschen einfacher hier. Aber wir haben auch echt ein paar miese Gegner hier gehabt. Den ersten Dingern fand ich. Deswegen ist das hier noch relativ easy. So, ich glaube, wir haben es erledigt. Ne, nee, da kommt noch was. Ah, ich glaube, der hat was. Okay. Ich weiß nicht, ob das auch als Kampf zählt für das Risiko. Dingen gerade. So, jetzt können wir mit ihnen interagieren. Eine Chance, 30% den Kampf zu betreten. Ja, komm. Ah, komm. So, egal. Jetzt haben wir wenigstens zwei Kämpfe schon mal. Ich weiß nicht, ob der eine Kampf auch gerade zählt hat. Ich hoffe ja. Oh Gott, ich muss gegen was kämpfen. Gegen was Großes. Oh Gott. Okay, doch nicht. Vielleicht. Schlittert einfach über den Boden. Ja, normalen Gegner sind jetzt kein Problem, ne? Da, falscher Knopf. Ja, man sieht ja, ich verliere die ganze Zeit hier, glaube ich, meine Energie. Alle meine Energie, weil ich getroffen in diesen einen Ding, was ich ausgerüstet habe. Na komm her, Stück. Oh. So, zack. Was soll der Gegner sein? Ich habe irgendwie nicht viel drauf. Ja, da habe ich aufgepasst, ja. Ich glaube, ich kann am Ende das Viech erledigen, ne? Diesen Boss. Okay, da war ziemlich easy. Ich glaube, ich kann am Ende ja diesen Boss erledigen. Dann habe ich noch nie bekämpft. So, genau. Jetzt haben wir zwei Kämpfe abgeschlossen. Jetzt kriege ich sozusagen meine Ultimate schneller hoch. So. So, da ist nichts gemacht. Er war eigentlich hier voll umsonst gerade. Ne? Er hat uns nicht wirklich irgendwie Belohnung gegeben. Er hat uns nur einen Kampf gegeben. Ja. Ja, super. Das hier tut unsere Korrosion reduzieren, aber wir haben keine Korrosion. Ja, da haben wir einen Shop, da haben wir einen Bangbo. Ich brauche keine Kämpfe mehr. Lass mal das. Wieso ein Austausch?
Bei meinem Flieger oder man treffen von einer sukzessiven erhöht die Durchschlagsrate aller Truppenmitglieder. Ja, bitte. So, hier kriegen wir Bambus, glaube ich, ne? Ich hätte gerne Resonia, ja, bitte. Agenten verursachen Elektroschaden, perfekt. Wir haben Shingi. Ja, okay, da ist schon die zweite Ebene. So, solange wir jetzt mit Shingi nicht so viel Schaden nehmen, dürfte halt eigentlich hier gut ablaufen. Je nachdem, jemand war auch kämpfen. Ne? So, oh Gott. Ich sehe jetzt schon, das wird nicht so gut ausgehen, ja. Ah, natürlich wird sie getroffen. Ey. Oh mein Gott, ich nehme so viel Schaden. Oh mein Gott, ich nehme so viel Schaden. Oh mein Gott. Ich muss den Kleinen erstmal erledigen, ja. Ja, wie man sieht, meine Ultimate ist sehr viel schneller jetzt ready. Mach einen Kettenangriff. Danke. Gott, ich hab ihn getroffen. Ja, ich wollte eigentlich beide treffen. Na guck mal, wie schnell unsere Energie jetzt. Wenn wir ein bisschen mehr AP hätten, wäre das hier viel sicherer. Oh Gott. Oh Gott. Gut, jetzt unsere Ultimate so schnell ready. Da kann uns, glaube ich, hier ein bisschen retten. Also, da hält auch voll viel aus, ey. Ich hab doch. Aha. Okay. Vielleicht sind die Gegner doch immer ein bisschen zu stark. Vielleicht sollte ich doch erst hier Level 50 reingehen. Dann nehme ich eine Menge Schaden, ja. Oh ja. Nein, oh Gott. Ich bin Steffen. Danke. Gott. Ich verstehe auch nicht, warum ich gerade nicht geheilt wurde beim letzten Mal für diesen Dingen war. Ne? Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass er dann statt helfen würde. So, der ist schon mal erledigt. Oh ja, Stück. Ah. Komm her, komm her. Nein, aber zack. Ja, wir sind alle voll low, was AP angeht, aber okay. Und ich weiß noch nicht mal, ob ich den Boss hier schaffe. So. Okay. Jetzt haben wir Agent 100% Energie. Ja. So, jetzt brauche ich aber ein paar AP. Ist mal ernsthaft, Leute. Da, gib mir diesmal HP. Das dritte Mal. Selektionskonzentrator. Ich glaube, das gibt uns HP, ne? Na, hey.
aber nur dieses Mal. Okay. Okay, irgendwie konnten wir ja verhindern, Links zu bekommen. So, ich glaube, ich werde einen Charakter jetzt auswechseln. Okay, Corin. Ich meine, am besten mal ja Shinji zu ersetzen, aber ich nehme an, wir müssen hier Piper ausnehmen, ne? Weil sie halt physisch ist. Energieregeneration bitte. So, weil sie kommt mit vollen AP jetzt hier rein. Wir bauen voll AP. So, das sind Sachen, die man hier ausgeben kann. Am Außenposten. Nehmen wir das hier. Ja, aber jetzt Level 8, ne? Baum. So, da kann ich hier nicht mehr. Nein, ich so viel. So, das ist der Zahnradmünzen. Ah, nee, da brauchen wir auch welche, ne? Ich glaube, das Ding links wäre ich gar nicht hier. Oh, nice. So, jetzt schon mal diese Krankheit sozusagen entfernt. Ja, da bin ich ja. Gib mal ein Höhlenresonium. Ja Gott, er nimmt das. Ich habe keine Kursion, ja geil. So. So. Ich brauche LP. Und ich brauche LP. Ich glaube, da habe ich letztens gar keine LP bekommen wegen meines Shinjis. Was zum? Ich werde gar nicht geheilt hier durch. Normalerweise wirst du da geheilt. Boah. Ja, nehme ich mal an, das hier ist jetzt hier normal, ne? Ja, ja, so sieht die erste Höhle aus. Oh Gott, wo gehe ich denn hin? Hier sind überall, wo ich hingehe. Oben nehme ich Schaden. Rechts und unten sind Gegner. Wo muss ich denn hier hin, Mann? Wenn ich nach oben gehe, nehme ich Schaden. Wenn ich nach rechts gehe, ich glaube, ich will da mal oben. Wo muss ich überhaupt hin? Wo ist überhaupt das Ziel? Hallo? Ich bin blind. Mal nach rechts. Oh, weil. Okay, 7 Resone verlieren, aber dafür alle Resone eine Kategorie bekommen. Stärke Resone, ja komm, ich weiß nicht, was das ist. Also warten wir das. So, ich habe jetzt 7 verloren, aber dafür habe ich jetzt die ganze Reihe von, ich weiß nicht, das Schild. Das ist ehrlich gesagt nicht schlecht. Dann tut unsere Überlebenschancen ein bisschen erhöhen. Jetzt ist es eine sehr defensive Kategorie. So. Das heißt, wir werden hoffentlich jetzt nicht mehr so schnell sterben. Dann gehen wir so lang, ne? Darum hätten wir noch einen Charakter bekommen können, aber wir haben ja 3. Ich weiß auch nicht, ob ich die jetzt gerade austauschen will. So. Je nachdem, was wir hier kämpfen. Okay. Zack, zack. Ja gut, jetzt, wir starten jetzt immer mit einem Schild. Das heißt, wir können ein bisschen extra Damage hier einstecken. Ich glaube, meine Energie wird immer maximal regeneriert wegen meinen Resonia, ja, also meinen Items, die ich eingesammelt habe am Anfang des Kampfes. So, da war ja easy. Easy Zufallsbekämpfung. Begegnung meine ich, Zufallsbekämpfung. So. Lass mal rerollen. Am Anfang, da geht ein Schild. Ja. Noch mehr Schild, bitte. Ich baue defensive Sachen mittlerweile. So, ich weiß nicht. Boah. Ich glaube, das sind nur schlechte Sachen, ne? Gesamte LP wiederherstellen, Korrosion. Weißt du was? Hier. Du kannst keine Zahnradmünzen mehr halten. Nein! Was sind die Sachen auf der rechten Seite? Ich glaube, ich will nach oben gehen. Auch wenn da Unknown ist. Na. Okay. Ich habe nichts, um meine Korrosion zu entfernen.
So, ich glaube, ich will einfach nur ganz nach rechts. Naja, ich kann sowieso mein Dings nicht. Nee. Ich weiß nicht, was da war, da war irgendwie gar nichts. Ich aktiviere mal das hier, ne, um eine Korrosion loszuwerden. Hier können wir eine Korrosion, ja. Geld kann ich sowieso nicht mehr ausgeben. Benommenheit, ja bitte. Okay, wir sind gar nicht in so einer schlechten Position. Ich kann noch hier runter gehen, dann kann ich da hoch gehen. War jetzt nicht. Pff. Zwei Resonia. Hier muss irgendwo. Also warte, ich bin bei Druck 50. Das macht jetzt keinen Unterschied mehr. Es werden zwei Sachen hier hochgelevelt, aber ich kann die sogar auswählen. Eines Kettenangriffs erhält zu Dezibel. Der erlittene Schaden von Agenten. Ja, wird verringert. Bitte. Immer auf Nummer sicher. Ja, von Gegner mit einem verstärkten Spezialangriff. Ja, alles was hier zum Überleben, ja, uns hilft. So, okay, so schnell kann es gehen, ne? Vorhin waren wir noch voll in einer schlechten Position, jetzt haben wir fast voll AP mit allen Charakteren. Okay, okay, geht noch weiter. Ich dachte, wir sind hier schon. Oh, wir kommen noch hier. Okay, so, jetzt sind wieder die drei hier, bla 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 bla. Drei Resonia erhalten. Ja, bitte. Ja, damit. Nun geht es darum, den Preis zu zahlen. Ah. Ja, sind wir schon wieder in eine beschissene Position. So, aber ich kann mich da oben wieder heilen. Heilung. Nein. Da geben sie mir natürlich genau die Krankheit, die mir hier nicht nichts bringt, ne? So, ja, lass mal Lucy. Hilfe bitte. So, die haben mir natürlich auch genau die Korrosion gegeben, ja, mit der ich nichts anfangen kann. Naja, ich muss Geld ausgeben. Na, jetzt kriegst du kein Geld mehr. So, heilen. So, hier kann ich nichts anfangen mit. So, werde ich jetzt hier geheilt oder nicht? Normalerweise wird hier. Normalerweise bist du da geheilt, aber irgendwie wird das hier nichts mehr. So, und nun. Jetzt noch mal weiter. Oh Mann. Mein Gott. Du stehst kurz davor, in die Schlüsselphase des Auftrags einzunehmen. Bitte beachte, dass die Freierkundung danach nicht länger möglich ist. Möchtest du trotzdem fortfahren? Oh Mann. Guck mal, was hier auf uns wartet, ne? Wir müssen jetzt gegen dieses Riesenviech kämpfen, oder? Oh Mann. Oh Mann, ob wir das schaffen? Weiß ich nicht. Wir haben sehr viele defensive Sachen. Aber ich habe keine Ahnung, wie man gegen das Viech kämpft. Wie groß wird das Viech sein? Sehr groß. Okay, da sind noch Leute. Was? Ah. Schau mal, mein Worldmate. Wir haben Schaden. Okay. Ich bin das nicht so schwierig. Das sieht noch nicht unmöglich aus. Auch mal, wie viele Schilder wir bekommen, ja. Wir werden uns noch ein bisschen über das Wasser halten, ja. Aber ich habe bestimmt mehrere Phasen, ne? Ah, wir können sprechen. Sind alle Gegner gespawnt? Ich glaube ja, ne?
Komm euch mal kaputt. Und sind da noch Gegner hier? Ich meine Kollegen von mir. Ist ja nur atmosphärisch hier. Stopp. Wow, wow, muss ich hier hinter. Also, okay, ich nehme mal keinen Schaden wegen meinen ganzen Schilden, ja. Da habe ich echt Glück gehabt, hier die zu bekommen. Na, komm her. Ah, Panikmodus. Was da? Die ganze Zeit chill, weil ich meine Spezialangriffe einsetze. Wenn ich ausweiche, durch alles bekomme ich hier Schild jetzt. Das war broken. War kein Schaden genommen, glaube ich. Was machst du da? Lauf nicht weg. War er mich gerichtet? Komm mal her, Leute. Nein, kommt doch mal näher. Soll ich auch treffen? Ja, bis jetzt läuft's noch. Was ist der Haken? Ich muss sogar noch sagen, das ist relativ easy. Oder sie. Ja, mal Aero Ultimate, weil sie kann schön viele Gegner treffen. Aber ich weiß nicht, was die ganzen Angriffe hier sind. Was ist das? Was machst du da? Aber ich möchte aus dem Weg gehen. Oh Gott. Erledigen. Weiß nicht, ob ich euch angreifen kann oder nicht. Okay, ich kann den Schaden machen, alles klar. Ja, okay, Leute. Ich war aber mal fertig. Wird schon gut sein. Da kommt mir ja schon so finaler Boss-mäßig irgendwie vor. Wer machen. Und der geht. Das Spiel heißt ja Zenless Zone Zero, ne? Und da ist er ja. Wir sind ja bei Höhle 0, ne? Mein Zone 0 und Höhle 0 ist zwar was anderes, ne? Wer weiß, wie die auf Englisch heißen, ne? Vielleicht heißen die ja Zones. Ah, ich nehme gar keinen Schaden. Ich habe zu viele Schilde. Aber ich kann die auch nicht so einfach machen, oder? Was? War es das schon? Oder was kommt jetzt noch? Ne, dauert ab. Okay. Aber da ist ja noch eine Höhle. Begegnung der dritten Art. Aber nach der Höhle gibt es ja noch eine Höhle. Wahrscheinlich geht es da irgendwie richtig zur Sache. Okay, das war doch ein bisschen einfacher, als ich gedacht habe. Ne? Ich meine, es gab ein paar knappe Kisten hier vor dem Kampf, aber an sich war das jetzt nicht so schwierig, fand ich. Die Messwerte schwanken. Sehr gut, die Ether-Aktivität vom Verwelkter Garten erlebt gerade heftige Turbulenzen. So, was? So kannst du dieses Gebiet in verschiedenen Intensitäten der Aktivität erkunden.
Selbst bei normaler Intensität sind die Gegner schon hart im Nehmen. Aber da die bei höheren Intensität gesammelt werden, sind ja wertvoller. Obwohl die Gegner bei hoher Intensität auch etwas stärker werden. Aber solange du gut vorbereitet sitzt, wird es für dich kein Problem sein. Ja, da kommt die Schwierigkeit, ne? Ja, was du mir also sagen willst, ist, nachdem ich da reingegangen bin, soll ich direkt da wieder reingehen, ne? So, okay, das sind halt hier so. Was bekomme ich dann? Nicht die alle aktiviert, geringe Intensität. Was sind da meine Belohnungen? Oder nicht? Das können wir ja Belohnungen, weil ich hier mein Ding hochgelevelt habe. Ne? Das glaube ich wieder am Bangbo. Ne? Ne? Das war zum Tuning. So, dann kann ich euch mal hier diesen Skillbaum zeigen. Ne? Das ist hier sozusagen erzeugt, dass ihr hier hochleveln könnt. Ich bin schon fast am Ende. Da kannst du immer nur nebenan die Sachen hier alle kaufen. Ne? So, hier brauche ich 500 von den roten Dingern. Boom. Was brauche ich hierfür? Von den gelben erhöht den Schaden gegen normale Gegner um 4% gewährt beim Betreten der, der Höhle ein Bambu-Plugin von Medizin-Konzentrat 2. So, also das Ding, was wir eigentlich schon vorher hatten. Ne? Ich glaube sogar nur noch besser. Okay, also Items. Man kriegt sozusagen gerade Items am Anfang noch. So, muss eigentlich nicht schlecht. Okay, ich weiß ja nicht, wie man das hier freischaltet. Treib den Auftrag Hetze durchs Laubwerk voran und schalte die Herausforderung Infernale Ernte frei. Hetze durch das Laufwerk. Ich weiß nicht, was das ist. Okay, aber das war gut, ne? Ich nehme an, hier ist das dann, ne? Trotzdem muss ich meine Haltung klarstellen. Es ist nicht vernünftig, diese Abteilung freien Lauf zu lassen. Ha, ich mag es einfach eigentlich, wenn du über Dinge meckerst, die man nicht ändern kann. Das ist besser als früher, als du nur stumme Befehle ausgeführt hast. Als hätten sie näher kommende Schritte gehört, sieht Ray rüber, ohne ihre feindselige Bewertung zu beenden. Oh, er ist da. Oh, er ist da. Gott, sie hat einen dritten Namen, sehe ich gerade. Hallo, unabhängiger Mittler, wie geht's dir? Mir geht's super. Ach, im Gegensatz zu dir läuft hier jemand in letzter Zeit ständig mit einem sorgenvollen Gesicht herum, obwohl man fast denken möchte, er hätte diesen Ausdruck immer. In letzter Zeit steigt Ether-Aktivität von Nineveh, das ist dieses Viech, glaube ich, ne? Kontinuierlich an und es gibt Berichte über die Sichtung im Bereich, die Nineveh nie zuvor betreten hat. Dies hat direkt zur rapiden Erweiterung des Strahlungsbereichs der Verwelkungskrankheit geführt. Die Anzahl der durch Nineveh Pollen aktiviert Ethereal nimmt jede Stunde, nein, jede Minute zu. Das klingt ziemlich aufregend. Deshalb müssen wir eine neue Runde der Operation Ernte durchführen, um Nineves Aktivität zu verringern und die Ausbreitung der Verwelkungskrankheit zu unterdrücken. Der heutige Klingenflug ist der ursprüngliche Zweck der Operation Ernte. Andernfalls könnten ausgehend von Nineveh als Strahlungsquelle mehrere Bereiche in Höhle 0 gleichzeitig aktiviert werden. Dies wird die Verteidigungsmacht niemals zulassen. Ganz ruhig, es ist doch nicht das erste Mal. Nineveh kann nicht vollständig ausgelöscht werden. Für die absehbare Zukunft wird das Zusammenspiel des Außenpostens und Fräulein Nineveh kein Ende nehmen. Mit anderen Worten, ist es wieder eine Zeit für das regelmäßige Unkrautjäten. Auch wenn diese Art von Unkrautjäten ein kleines bisschen gefährlicher ist. Warum wolltest du an, dass ich herkomme? Ach, Ray ist sie. Ja, boah, ich bin so blöd, ne? Was für ein Zufall, da sind sie. Los, gehen wir mit den Personen sprechen, die euch empfohlen hat. Folgt Rolands Blick und siehst auf der Aussichtsplattform von Höhe 02 vertraute Gestalten. Hey, ich bin Yanagi Tsukishiro, stellvertretende Leiterin der Sektion 6 für Höhle Sondereinsätze. Das hier ist auch ein Mitglied der Sektion 6. Asaba Harumasa. Wenn ihr euch erinnert hätten, hatten wir zuvor eine ungeplante Zusammenarbeit. Hallo, so treffen wir uns wieder. Sektion 6. Wow, sei nicht so gleich so aufgeht. Wir haben übrigens normal Namen, weiß. Gut, dann werde ich die Lage erklären. Was weißt du bereits über diese Operation? Zeit zum Unkraut jeden, stimmt's? Genau, es handelt sich um extrem gefährliche Ätheriale. Die Operation Ernte ist seit langer Zeit einer der regulären Kooperationsprojekte zwischen den Höhlen-Sondereinsatzkommando und der Verteidigungsmacht. Diesmalige Operation Ernte wird von der Sektion 6 des Höhlen-Sondereinsatzkommandos geleitet. Wir möchten eure unabhängige Ermittlungseinheit für diese erste Phase des Einsatzes rekrutieren. Die erste Phase? Die Operation wird in zwei Phasen unterteilt. Zuerst gibt es die Vertreibungsschlacht, bei der Nineveh, die kürzlich in
mehreren Beobachtungsgebieten gesichtet wurde, bis zu ihren vorgesehenen Gesamtangriffspunkt, dem Blumengarten, zurückkehren wird. Das ist die letzte Höhle, ne? Dann wird es im Blumengarten eine Stürmungsaktion geben, bei denen über 16 Einsatzgruppen Nineveh ununterbrochen angreifen werden, um ihre Aktivität zu reduzieren. Es ist eine Belagerungsschlacht, sie sagt, mit mehreren Spielern. Man kann so sagen, das Ziel ist es, die Aktivität von Nineveh auf Alarmstufe 2 zu reduzieren, damit sie während eines bestimmten Zeitraums des Blumengarten nicht verlassen kann. Also aber und ich werden die erste Phase, also die Verteidigungsoperation, Vertreibungsoperation leiten und Nineveh, sobald wir ihre Spur gefunden haben, auf den Schnellsmeg in den Blumengarten treiben. Ich glaube, ich weiß, was zu tun ist. Du bist sehr gescheit. Die erste Phase erfordert Talent bei der Erkundung und die Planung der Wege in der Höhle. Bei der letzten ungeplanten Zusammenarbeit haben eure Bangbus hervorragend abgeschnitten. Und Dr. Ray hat auch gesagt, dass eure Fähigkeiten noch weit über das hinausgeht. Falls du also gegen diese Rekrutierung keine Einwände hast, sind wir bei der folgenden Vertreibungsoperation auf die Unterstützung deiner Ermittlungseinheit angewiesen. Ich habe keine Einwände. Danke für dein Verständnis. Andernfalls muss ich gemäß des Anweisungen von Leiterin Miyabi eine Einberufungsordnung an dich richten. Ich wusste, dass du zustimmen willst. Bezahlung schlägt man nicht aus, selbst für aufgezwungene Überstunden. Als die Azorba Aussage hört, runzelt Yanagi die Stirn, sagt aber nichts. Dann dreht sie sich zu Roland und Ray um. Hauptmann Roland, Dr. Ray, habt ihr noch etwas hinzuzufügen? Da Leiterin Oshimo das so entschieden hat, habe ich nichts hinzuzufügen. Ich habe schon etwas zu sagen. Es gibt zwar schriftliche Aufzeichnungen über Nenebis Langstreckenbewegung, aber Bildaufnahmen und Handfestbeweise gibt es nur wenige. Man sagt, dass sie sich während der Bewegung von Nineveh die Methoden zur Erzeugung von Blumensprossen und Strangulierungszacken sowie das Verhalten der begleitenden Hornisse ändern. Alles klar, kommt auf die Situation an. Kommt auf die Situation an. Damit meinst du, dass du keinen einzigen wertvollen Moment auslassen wirst, richtig? Wirklich zuverlässig. Dr. Ray, ich verstehe dein Anliegen, aber die oberste Priorität sollte die Vertreibungsoperation sein. Ich freue mich, dass Weiß das auch versteht. Okay, aber Weiß schafft das bestimmt, oder? Hilf mir einfach ein bisschen, ohne den Einsatz zu beeinträchtigen. Ich zähle auf dich. Also sollten Sie sich jetzt auf den Einsatz vorbereiten. Diese Operation ist nicht mit einer gewöhnlichen Ermittlung in 0-0 vergleichbar. Bitte stell deine Einheit sorgfältig zusammen. Meinst du mich? Okay, alle gehen zurück, alles klar. So. Wie schwer reden wir hier gerade? Dann will ich da wahrscheinlich noch nicht sofort machen. Okay, geht gar nicht. Ich kann nicht doch gar nicht mal. Ich weiß nicht, ob ich das machen will. Was ist, wenn ich hier mache? Mir wird gar nicht hier gezeigt irgendwie, was das Level ist. Dann werde ich mich da vielleicht noch ein bisschen erstmal zurückhalten. Außerdem bin ich ja kurz davor, mein Konto-Level hier nochmal zu erhöhen. Ne? So, wo ist das hier? Perfekter Garten, einmal abgeschlossen, perfekt. Warte, aber noch was. In weniger als 3 Minuten. So. Was weiß hier aber noch? Außenposten. Okay. Wenn ich wüsste, was das für ein Level ist, ne? Ich glaube, da will ich etwas vorbereitet sein. So. Aber bevor wir das machen, würde ich sagen, gehen wir jetzt mal hier hin und machen hier die Internetbeförderung. Damit ich hier mein letztes, ich glaube, Konto-Level erreichen kann, ne? Wird wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig jetzt, ne? Mal gucken. Da will ich auch noch machen. Dann kann ich nämlich hier bessere Sachen farmen, ne? Spezial 46, das ist ja kein Problem. Was brauche ich hier? Wird mir nicht gesagt. Nehmen wir mal für Piper. 2 physische, oh perfekt. Na, wir haben 3 Bonus, sehe ich gerade. Und das sind auch physische Charaktere, ne? So. Das hat auch, das ist eine ganze Dingens. Boah, Leute. Naja, dann another day. Dann weiß die richtige Mission, die ich hier gerade habe. Aber das ist gar nicht die richtige Quest, oder? Also, ein Moment, ist das überhaupt die richtige Quest? Ich glaube, das ist gar nicht die richtige Quest hier, ne? Das ist gar nicht die richtige Quest, oder? Lass mal gucken.
Weil es normalerweise auch nicht so eine Explore-Dings, ne? Ist normalerweise immer so ein Kampf nur. Ne, Internetbeförderung, das ist das. Sprech mit Shepard in der Bibliothek. Muss schon sagen. Wo ist er denn? Hier? Boah, Leute. Es sei die Prüfung der Ansehensprüfung zu bestehen. Ich kann nicht länger warten. Hey, Chef, es ist immer eine angenehme Überraschung, wenn du nicht offline siehst, oder? Weißt du, wenn du nicht gerade um ein großartiges Chef geht, tauche ich normalerweise nicht persönlich bei anderen Leuten auf. Ich habe schon viel zu viel geredet. Der Tag der Prüfung ist gekommen. Ja, ich weiß, worum es geht. Könnt ihr euch selber ja durchlesen. Wow. Ja, dann letzte Woche das Ansehen abschließen muss. Können alles klar. You know the rules and so do I. Ihr plaudert mit Bell. Weißt du, HDD-Systems eingestellt und Ferry ist bereit für die letzte Prüfung zur Ansehensbeförderung. Okay, ausgezeichnet. Machen wir das. Dann habe ich das Maximum Level erreicht. Level 50. Boah. Feuer und physisch. Dann nehmen wir mal. Der. Weil die beiden sind ja hier die gleichen Kolleginnen, ne? So. Wird schon klappen, ne? Wenn wir das Viech vorhin erledigt haben, dann wird das ja auch schon irgendwie klappen, ne? Nehme ich an. Außer wir kämpfen gegen was sehr nerviges, wie irgendwie drei Bosse. Drei Kapitelbosse hintereinander oder so. Na, gucken wir mal. Da fängt schon mal gut an. Gegner finde ich nicht so gut hier. Gut, jetzt werden die als Spezialangriff ist sie kurz unverwundbar, habe ich gelesen. Das mit ihr kann man immer ihren Spezialangriff einsetzen, wenn wir irgendwie Angriff aus dem Weg gehen wollen. Oh, das also diesen Angriff hier. Sieht so krass, ne? Hier kannst du fast irgendwie alles solo und habe ich das Gefühl. Ja, die Gegner halt ein bisschen viel aus. Ja, das soll man machen, ne? Sie kann die Gegner so schnell brechen auch noch, ne? Also sie haut wie ein Truck zu. Immer und immer wieder. Dann tut die Gegner auch noch so schnell brechen. So, da. Okay, da war relativ easy. Wer kommt jetzt? So, sind immer nur ein paar Kämpfe, ne? Komm. Ich kann jetzt nur noch gegen diese Viecher, habe ich das Gefühl. Ich finde diese Roboter voll nervig zu bekämpfen. Komm her. Nein. Habe ich von dem mal irgendwie hier in den Spotlight kommen? Die Söhne von Kalidon, ne? Ja, das ist ein Motorradgang oder so. Ich glaube, Billy trägt sogar irgendwie eine Weste mit deren Logo drauf oder so, glaube ich. Ja, ich. Das ist ja nicht so wie ein Genshin oder ein Honkai Star, wo du die Charaktere anschauen kannst, ne? Also wo du die Charaktere steuern kannst und irgendwie begutachten kannst, ne? Deswegen kann ich ihn irgendwie nicht hier, kann ich halt irgendwie nicht sehen. Ich muss immer in den Startbildschirm gehen und da sieht man den seinen Rücken irgendwie nicht so. Da, mal gerade einen Home Run machen. Ich glaube, ich spare mein Ding noch auf. Oh. Okay, aber klar, kommt noch was.
So, ich werde sogar noch geheilt danach. Boah, Leute, das ist dann voll easy. Oh. Naja. Ich muss natürlich gegen den Boss kämpfen, den ich ja nicht leiden kann, ey. Also halt den besten Elektro-Charakter. Mit Ami hier ihre blöden, weil mit Ami hier ihren blöden Dings hier zu aktivieren, ihren blöden Elektro-Angriff in der Kombo ist voll anstrengend. Ich werde nämlich immer abgebrochen. Deswegen finde ich ja gut, dass sie einfach hier lange auf einsetzen kann, wie blöde. So lustig. Ja, das haben wir aber. Home Run, das war das. Ah, ja, sie kann mehr als Angst ausweichen, das finde ich so klasse. Den Angriff weiß ich manchmal nicht. Manchmal kann man den abblocken, manchmal nicht. Deswegen ist der Gegner so nervig. Na, komm her. Also alles, was man mit ihr machen muss, ist man hier diesen Angriff einsetzen, ihr Dings hier füllen, ihren orangen Balken, und dann macht sie den Angriff. Dann nimmt sie voll viel Schaden, weil ich hier nicht ausweiche. Wieder mal ihre den Skill einsetzen. Voll schlecht. Oh mein Gott. Ich habe hier nur Charaktere, die hier so in Angriffen hier getroffen werden können. Oh mein Gott, ich war auch gar nicht weit entfernt. Ich mache immer diesen blöden Sprungangriff, wenn man zu weit entfernt ist. Ey. Ja. Also ungewohnt irgendwie, der ganze Part irgendwie nur Action ist, ne? Normalerweise müssen wir mal hier 20.000 Cutscenes erstmal anschauen, ne? Ja, also vielleicht mal einen Kampf oder so. Den Angriff nicht voll einsetzen. Was? Habe ich ihn verbrannt, glaube ich. Was ist das? Wenn man gut in dem Spiel ist, dann belohnt einen das Spiel richtig gut, habe ich dort für. Das ist irgendwie voller Unterschied zwischen Genshin irgendwie. Genshin tue ich schon seit über 2 Jahren spielen, fast 2 Jahren. Ich habe da Gefühl, ich gehe immer noch auf die Fresse. Das Spiel spiele ich hier 1,5 Monate und ich habe das Gefühl, ich bin 1000-mal besser. Ich kämpfe jede Woche gegen hier den blöden Grafen. Der schafft immer wieder hier hin und wieder mich mal zu erledigen. Verstehe nicht wieso. Ich bin schon bestimmt 100 Mal bekämpft hier. Ich schaffe es immer wieder hier nur einmal kurz hier hin und wieder mich mal einmal in der Charakter zu erledigen. Und weg bitte. Boah. Und noch was.
wenn ihr gut in dem Spiel bist, dann wirst du irgendwie voll belohnt, habe ich so Gefühl. Da ich muss dann aber noch Dings machen. Boah, ich habe noch 5 Kassetten dafür bekommen, geil. Boah, ich hatte glaube ich 10 gerade, aber gut zu wissen. So, weit. Okay, auf schwierig kann man das noch machen. Boah. Legendärer Proxy Stufenlimit. So, jetzt kann ich glaube ich alle meine Charaktere so hoch wie möglich trainieren, ne? Internetbeförderung. Der Weg des Proxys. Geh in die Nähe des Cafés und sieh nach. Nach was? Meine mentalen Kräfte sagen mir, sieh nach. Mach weiter. Ah, was ist los? Oh, ich weiß gar nicht, ob man dann verschieben kann. Ich mit dir reden, Kollege. Wer ist das? Ist das nicht Python, der legendäre Proxy? Genau, ich bin es. Wenn ich sehe, wie junge Talente zu Legenden heranwachsen, muss ich immer daran denken, wie ich damals angefangen habe. Ich war damals einer der aufstehenden Stars, der Informationsbroker, aber leider hatte ich keinen Titel wie legendärer Vermittler, um die Erinnerung festzuhalten. Im Gegensatz zu euch habt ihr immer noch mich, der euch auf eurem Weg zur Legende beschützen kann. So eine noble Persönlichkeit. Natürlich darf ich dann auch kein Cent der Vermittlungsgebühr fehlen. Das wäre eine Respektlosigkeit gegenüber der Legende. Der Tag, an dem der Titel legendärer Proxy zurückgehalten, erfordert jedoch eine kleine Zeremonie. Nimm diese kleinen Geschenke als Zeichen meiner Dankbarkeit. Hinterlasst in Yurido noch mehr Geschichten, die nur noch euch gehören. Und mir natürlich. Okay. Ausgezeichnet. Und da, wenn ich mich jetzt nicht irre, dann kann ich jetzt hier so weit wie möglich hier. Und da muss ich dann noch Level 60 erreichen, ne? Meine ich. Kann ich jetzt auf die höchsten Level hier alles grinden? Weil dann werde ich das nämlich machen. Weil ich habe noch so viele von diesen Energieaufladungsdingern, ne? Also die mir 60 Energie noch geben. Da guck mal, ich habe jetzt ja Maximum erreicht, das heißt, ich kriege jetzt die maximalen Belohnungen. Bekommen 9 bis 12. Vorher habe ich 6 bis 9. Ja, guck mal hier. Deswegen habe ich mir meine ganzen Dinger ja aufbewahrt. So, jetzt kann ich hier von Maximum holen. Hier von, das ist auch jetzt super geil. Weil ich habe noch so viele von diesen Dingern hier, um meine Energie wieder aufzuladen. Ich habe noch keinen einzigen von denen verbraucht, ne? Dann könnte ich noch mehr Dailies machen. Die werde ich jetzt glaube ich auch alle benutzen, einfach nur meine Charaktere ins Unermessliche hochzuleveln, ne? Und beim nächsten Part werde ich dann wahrscheinlich voll übermächtig sein. Was sowieso keinen Unterschied macht, weil ich bekomme sowieso immer feste Charaktere, ne? Ich bin jetzt ja gerade hier dieses Ding hier hochzuleveln, für Koleda. Na, guck mal, wie wenig ich habe. Aber jetzt lohnt es sich hier die Dinger einzusetzen, weil jetzt kann ich auf den höchsten Dingern hier die ganzen Sachen farmen, ne? Weil das hätte sich nicht gelohnt, wenn ich jetzt zum Beispiel hier, weil ich auf Level 30 hier meine Dings wieder auffülle, ne? Ich krieg nur 3 bis 6 von den Liedern, 27 und 30. Hier kriege ich 9, was? 3 bis 6, ja, okay, aber die Lianen geben mehr Punkte, ne? Ja, 9 bis 12. Ist das richtig so? Da muss ja eigentlich mehr sein, ne? 6 bis 9. 600. Oh, okay, ja, da. Okay, dann ist das natürlich ein riesiger Unterschied. Man kann ja, wenn ich das hier habe, nämlich mal Level 30 irgendwie, ja. Mal ein anderes, irgendwie besser Vergleich. Hier, 9 bis 12 und 12 bis 15, ne? 9 bis 12, 12 bis 15. So, hier kriege ich 3 garantiert. Oh, geil. Das hätte sich nicht gelohnt, auf die früheren Level zu machen, denn das wären rausgeschmissen. Aber jetzt kann ich hier meine ganzen Dinger verbollern und meine Charaktere leveln bis zum geht nicht mehr. Wo ich eigentlich schon so das Gefühl habe, meine Charaktere schon eigentlich relativ hoch gelevelt sind. Ich kann wahrscheinlich jetzt erstmal alle Charaktere auf Level 50 bringen. Ne? Also viele Charaktere gibt es hier noch gar nicht. Das ist die Sache, deswegen gibt es hier nicht so viel zum Hochleveln. Dann habe ich Erfahrungspunkte, ja, die Erfahrungspunkte werden wahrscheinlich viel kosten. Mal schauen, wie ich das mache, ne? Irgendwann werde ich das schon hier verballern, ne? Gut.
Aber wir sind noch nicht fertig, ne? Wir machen nur eine letzte Sache, und zwar ich habe wieder ein paar Gacha-Sachen jetzt zu erledigen, ne? So ein paar Sachen, ne? Wir haben natürlich wieder hier Bambus bis zum Abwinken, und wir haben 15 von den Dingern. Das ist doch nicht schlecht, ne? Hier brauchen wir nicht, weil wir haben ja sie schon, ne? So, ich würde sagen, wir machen erstmal die Bambus wie immer, ne? Ich will den Ding hier, ich will den Typen hier farmen, ne? Weil das ist ein Feuer Bambu und ich habe Koleda und Lucy. Uah, machen wir das, ne? Den habe ich ja noch nicht, ne? Machen wir das erstmal wieder. Lass mich raten. Ne, okay. Weil hier habe ich normalerweise immer mehr Glück. So. Natürlich erstmal wieder Dutzende Engines zum Hochleveln. Den habe ich schon. Den habe ich auch schon. Also wenn ich sage, ich habe die schon, dann. Also noch so viele Bambus, die ich noch gar nicht habe. Könnt ihr die mir auch mal geben hier? Ja. Nee, immer noch nicht. So, einer nur. Genau, so viele Bambus, die ich noch nicht habe. Den geben wir mir gleich noch, ich sag für. So. Muss ja auch mal hochleveln, ne? So, wir haben den Domina-Bambu. So. Etwas Glück müsste ich jetzt eigentlich hier den Dings bekommen. Jetzt habe ich immer bei 80. Ne? Wow. Na gut. Ich hoffe, dieses Glück wird sich hier nicht auch auf meinen gleich auf meinen Gacha hier auswirken. Meiner von der Standard-Gacha. So, der Entdecker, wo ich weiß gar nicht, ob ich jetzt irgendwie was doppelt bekommen habe oder nicht. Also ich mal kurz her. Warte mal. Lass mal wieder zum GTA Mod Shop gehen. Ich habe noch einige Cutscenes hier mit Shingy und Coin freigeschaltet. Aber darum kümmern wir uns ein andermal, ne? Habe ich so Gefühl. So, ihn nochmal maximiert. Boom. Boom. Ja, da habe ich schon alle. Ne, zwei fehlen mir nur noch, sehe ich gerade. Ich dachte, mir fehlen noch so viele. Anscheinend nicht. Tut mich so irgendwie buggen, dass irgendwie die Musik so Grand Theft Auto irgendwie so Pimp My Ride irgendwie ist. So, dann spielen wir noch einmal die Standard Gacha. Das ist natürlich wieder das Wichtigere hier. Zwei Wochen ist sie noch in der Gacha. Ich weiß nicht, wer der nächste Charakter ist. Aber okay. Gut, was will ich hier? Eine Komata natürlich. Hat sich noch nicht geändert, ne? Ich brauche nur noch eine Komata, dann habe ich eigentlich allen Charakter, die ich haben will, ne? Gucken wir mal. Alter. Ein A, boah, Leute. Ist halt nicht so ein guter Tag, habe ich doch gehört. So, aber wer ist es? Ich habe alle A-Rang Charaktere. Ich möchte die Waffe vor Corin noch. Wäre auch nicht schlecht. Wir sollten halt echt so machen, dass immer die A-Sachen immer nur am Ende auch kommen, ne? Wenn man dann noch weiß. So. Sokako. Okay. Da kommt noch ein so ein Ding, ist klar. Okay. Alles klar. Ich weiß gar nicht, wie viel ich sie schon ab. So, drei. Ja, oh, sie kommen jetzt auch hier in nächstes Level ja freischalten. Wir haben ein Treffen von Gegnern mit den Standard, den Eiswiderstand des Ziels. Alles klar. Boom. Ausgezeichnet.
hat sie auch Farbe. Ich meine, sie hatte schon Farbe, weil sie halt blau ist, ne? Okay, wir sind ein Charakter, den ich benutze. So, jetzt wird wieder gespart hier, ne? Bis hier wieder, ich glaube, wie viel haben wir heute? Dauert noch eine Weile, ne? Bis hier der nächste Monat startet, ne? Ja, doch. Ja, nicht mehr so lange, 2 Wochen. Dann kann ich wieder hier 5 Dinger holen, ne? Ich könnte auch hier immer noch welche holen, wenn ich wollte, aber nicht für die normalen Dinger. Wo es eigentlich nicht schlecht wäre für die normalen Dinger, ne? Hm. Und bei wie viel von den Dingern habe ich gerade? Wie viel habe ich gerade von den Dingern? Sehe nicht, wie viele von den Dingern ich habe. Hier kann man sich auch welche holen, ne? Soll ich da mal machen? Avocabo, Elektrobol, von den Dingern bekomme ich aber so viele. Wie viel habe ich? 6. Also ich dachte, wenn ich 9 hätte, hier habe ich 9. Na gut, so wieder eine etwas längere Folge, aber damit haben wir ja hier. Ich weiß nicht, wann es hier als nächstes Mal weitergeht. Ich will jetzt erstmal wahrscheinlich wieder meine Charaktere hochleveln. Ich weiß ja nicht, wie schwierig jetzt hier alles geworden ist. Sind eigentlich neue Quests jetzt aufgetaucht? Ich glaube nicht, ne? Ich habe jetzt irgendwie Maximum Level erreicht. Aber jetzt habe ich keine Quests mehr, ne? Ich würde null, gibt es immer noch sie zu erledigen, ne? Aber Kaffee getrunken habe ich auch noch nicht, Mann. Boah. Na gut, ist auch egal. Mit definitiv noch was zu tun geben, ne? Meine Charaktere hochleveln, was weiß ich nicht alles. Schere Verteidigung muss ich auch noch alles machen, ne? Boah. Das ist noch, das ist halt schwieriger im Moment hier. Na gut, aber im Moment sehr gut, ne? Ich bin auf dem Maximum Konto Level gerade, ne? Ich weiß nicht. Ich glaube, jetzt dauert es ein bisschen länger, bis ich hier hochlevel, ne? Krieg ich noch irgendwie Belohnungen? Ich glaube, ab Level 5 kriege ich 3 Kassetten, okay. Viel Erfahrungspunkte, viel Erfahrungspunkte. Ja, ich werde wahrscheinlich erstmal meine Charaktere auf Level 50 bringen, weil ich glaube nicht, dass ich erstmal so viel. Oder ich könnte die alle hochleveln hier auf. Oder nicht. Ich würde sie erstmal auf Level 50 bringen. Also nicht, ich weiß ja gar nicht, was ich dafür brauche, ne? So, 400.000 Dennis und 20 von den Dinger. Boah. Und da kriege ich auch so eine Kassette. Ah, da kann ich mir ein paar Kassetten so farmen. Na gut. Aber erst einmal mit das hier in Ruhe gemacht, ne? Ich werde hier offscreen eine Menge farmen. Meine ganzen, also nicht all meine ganzen, aber ein paar von diesen Energieaufladungsdinger hier verballern, ne? Damit das hier mit dem Level noch schneller geht. Und dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich weiß nicht, was wir als nächstes machen werden. Wahrscheinlich die Story hier. Wir müssen ja hier dieses Ding hier noch weitermachen, ne? Mit ihr hier, ne? Agentmission haben wir ja auch noch. Mal gucken, was wir da als nächstes machen, ne? Irgendwann wird schon hier passieren. Ich finde sie voll putzig so. Das sieht aus wie, kennt ihr die Anime Panty and Stockings? Irgendwie genau so sieht das ein bisschen aus, der Animationsstil. Na gut, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich voll freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.